Tag, Herr Effe Adana. Wir sind hier vor im Späti, hier in Berlin-Friedrichshain. Ja. Seit wann betreiben Sie denn dieses Späti? Wir haben es seit 15 Jahren. Ich war noch ein kleiner Junge, als meine Eltern das gekauft haben. Und seitdem sind wir mit der ganzen Familie hier und machen das. Okay, und gestern wurde gerade dieses Gesetz, dieses neue Gesetz über Spätis verabschiedet. Und was halten Sie denn davon? Also laut dem Gesetz erklären wir das unseren Zuschauern. Und zwar ab Juni 2017 werden Spätis unter der Woche auch zu bleiben. Also eben ab 22 Uhr abends zu bleiben. Ich habe es leider nicht. Am Sonntag. Was halten Sie denn davon? Ich finde es schlecht, weil warum müssen wir zumachen? Leute rauchen auch am Sonntag. Leute wollen auch Zeitung lesen am Sonntag. Warum? Wo bleibt die Demokratie? Ich meine, ich möchte arbeiten am Sonntag, das ist mein Recht. Alles wegen Müller. Er macht, was er will. Er macht einfach, was er will. Hier. Ja, genau. Ich sehe, Sie haben ein Blatt da. Was wollten Sie machen? All meine Nachbarn haben es unterschrieben. Die möchten hier auch arbeiten am Sonntag. Leute wollen auch Zeitungen kaufen am Sonntag. Leute wollen auch Zigaretten kaufen am Sonntag. Ist mein Recht zu arbeiten am Sonntag. Wie kann es sein, dass er einfach sagt, ihr macht zu? Warum? Warum fragt uns niemand? Ja, also wir hoffen, also wir sehen gerade ein Online-Magazin für Italiener, Italiener Blatt, also lieben sehr viel Spätis in Berlin. Sie kaufen gerne Bier, um das eben wenn bei gutem Wetter dann eben auf der Straße zu trinken und Spaß zu haben. Also wir hoffen auch, dass eine Lösung dann geben wird. Also wie viele Unterschriften haben Sie denn? Also wir haben jetzt gerade 6. Wir zählen auch auf unsere italienischen Freunde, dass sie auch uns unterstützen. Weil es ist eine Art Berliner Kultur und das sollte nicht verloren gehen durch Müller. Ja, also dann viel Erfolg Dankeschön. Bei der Unterschriftensammlung. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.